Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wesermarsch, ja, von wegen wunderschön. Regen, Sonne, Regen, arschkalt. Ja, jedenfalls herzlich willkommen bei Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin Moin. Ja, jetzt bin ich vorhin gerade von der Therapie wiedergekommen und schön im fetten Regen gefahren. Und das regnet schon den ganzen Tag und somit habe ich mir heute Morgen gedacht, Andreas, guck mal nach, ob du nicht schon mal wieder was bauen kannst. Und das habe ich. Ich habe euch nämlich versprochen, dass ich von Bluebricks diesen kleinen Tanklastzug baue. Und das habe ich gemacht. Also hatte ich mir den bestellt und habe diesen wunderschönen Karton gekriegt. So. Und auf Rückseite sind die Abenteuer. Oder auch nicht. Braucht nicht. Wissen wir, da sind die Abenteuer. 511 Teile. Preis habt ihr gesehen, 22,95 €. Dann kommt dann noch Versand 5 € mit bei, also Verpackung und Versand 5 €. Und dann habt ihr ihn für 28 € zu Hause. 511 Teile. Das klingt nicht nach viel, das gebe ich zu. Ich weiß nur nicht, wo ich es einsortieren soll. Ich habe da so ein kleines Problem mit. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Sammler ist, der sowas gerne sammelt und vielleicht ein bisschen auf die Details von dem Fahrzeug achten möchte, gibt es da gar nicht so viele. Und wenn man das dem Kind in der Hand drücken will zum Spielen, ist es irgendwie auch nichts. Ich kann es nicht einsortieren. Das ist in so ein Mittelding. Also ich habe mir den bestellt, weil ich den toll finde. Also davon abgesehen, ich finde den schick. Den stelle ich mir auch in die Vitrine. Aber ich hätte mir einige Sachen ein bisschen anders gewünscht. Und ich glaube nicht, dass das viel teurer gewesen wäre. So, und dann befassen wir uns jetzt gleich mit. Und dann könnt ihr mir nachher mal eure Meinung sagen. Schönen Gruß natürlich an alle, die ständig mit mir hier in Verbindung sind, die viel mit mir schnacken, die letzten Tage rumgeflaxt haben. Das macht mir immer viel Spaß. Und ich weiß, das ist jetzt kein Bundeswehrfahrzeug und ich weiß auch, dass es weniger Likes geben wird und weniger Aufrufe geben wird. Aber das Ding hier, also dieser Lastwagen, lag mir dann doch am Herzen. Also mache ich das. Mir geht es nicht nur um die ganzen Likes, sondern einfach auch mal ein bisschen was anderes zu präsentieren. So, pass auf, Freunde, ich mache das Bild jetzt mal anders und dann gucken wir uns das mal an. Und dann erkläre ich euch auch gleich, was ich meine. Denn ich glaube, dass Bluebricks fast daran ist, aus solchen Fahrzeugen wirklich was für Kinder zu machen. Aber da fehlt denen einfach immer noch ein kleines Stück. Und da reden wir jetzt drüber. Bild geändert, bis gleich. Freunde, natürlich zeige ich euch erst die Bauanleitung. Und da die auf PDF ist, muss ich euch das mal eben mit ins Bild reinschmeißen. Aber danach zeige ich euch den LKW, versprochen. Bis gleich. So sieht die Datei dann aus, wenn ihr sie runtergeladen habt, eure Aufbauanleitung. Da sieht man übrigens auch die Stützen, dass sie dann so runtergucken. Und dann ist es immer so in den Abschnitten aufgeteilt. 1, 2, 3 und so weiter. Ihr könnt das euch dann ja auch ranzoomen, wenn ihr das wollt. Manchmal muss man das auch, damit man das dann besser erkennen kann. So kann man das dann sich ranzoomen. Also ganz einfach. Ich mag lieber Bücher, das wisst ihr. Oder Hefte, aber in der Not ist der Teufel auch die Wurst ohne Brot. Also daher musste ich jetzt einen sauren Apfel beißen und habe ich dann auch gemacht. So, da sind wir. Und zwar bei dem kleinen Tanklaster 22,95 € bei 511 Teilen. Das habe ich mal ein bisschen verglichen. Lego bietet auch was für 21 oder 22 € an. Auch LKW-mäßig, wenn man das dann so sehen möchte, liegt dann aber irgendwas bei 240 Teile. Wenn ihr Tatsache was mit 500 Teile haben wollt, seid ihr auch mal locker bei 70 €. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da so ein ganz kleines Problem mit. Ah ja, das nein, nicht mal ein Problem.
Ich denke mir ganz einfach, dass das so ein Mittelding ist. Und zwar, wenn man sich das gerne in eine Vitrine stellen möchte, dann fehlen mir einfach ein paar Details dafür. Übrigens, die Leuchten habe und die Antenne habe ich nachträglich angebaut, die gehören nicht dazu. Ich kann hier, das finde ich cool, wir können den Tank abnehmen. Es fängt zum Beispiel bei dem Hänger an. Ich habe mir da jetzt so einen Zapfen selber angebaut, weil vor dem war das mit so einem schönen Drehteil da drauf. Das ist immer ganz schön, bloß wenn man dann den Anhänger abnehmen wollte, hat man gleich den ganzen Anhänger hier zerpflückt und hat den völlig zerlegt dann und das habe ich damit abgeschafft. Das andere sind die Stützen. Die stehen normalerweise nämlich die ganze Zeit bei dem LKW nach unten weg. Ich versuche das gleich nochmal einzublenden. Ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut. Das ist, ich bin kein Mocker, Freunde. Ne? Also, ich habe mir die einfach so ein bisschen drehbar gemacht. So. Und dann habe ich einfach ein paar Stützen. So. Weil ich es einfach nicht ganz so toll finde, wenn ich mit so einem LKW durch die Gegend fahren will und die Stützen gucken die ganze Zeit nach unten weg. Ich weiß, normalerweise müsste man die nach hinten klappen oder nach vorne oder. So viel Lust hatte ich dann doch nicht mehr. Bloß ich mochte das halt so, wie es gewesen ist, nicht so gerne. Das ist das eine. So, das andere ist. Na komm schon. So. So sitzt es dann wieder. Das andere ist, das sind jetzt nicht die Originalrückleuchten von Bluebricks, sondern das sind die Originalrückleuchten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man hätte vielleicht außen gelbe Lichter machen können und innen die roten für Bremslicht und Standlicht zum Beispiel und an der Seite Blinker. Das hätte ich mir hier vorne irgendwie auch noch mal ein bisschen gewünscht, um da wirklich ein Vitrinenmodell rauszumachen. Ich weiß, das ist immer alles nicht so einfach. Alles gut. Vielleicht noch ein paar Rückspiegel wären auch schön gewesen, wenn es ein richtiges Vitrinenmodell hätte sein sollen. Wenn ich das für Kinder haben möchte, dass Kinder damit spielen, da fehlt mir einfach die Spielfreude, weil hier einfach ziemlich schnell was abfällt. Oder das ist Bluebricks ein Noppensystem. Ja, wir würden uns gern wünschen, wir sind die Ideen, das sind sie aber nun mal leider nicht. Im Großen und Ganzen finde ich den schick. Sonst hätte ich mir ihn nicht gekauft. Es sind wenig Kratzer dabei. Es ist einfach nur, dass so ein paar Teile einfach so ein bisschen als Kinderspielzeug nicht geeignet sind. Und wenn die sich da ganz klein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, ne? Und jetzt überlegt man, dass vielleicht der Vater LKW-Fahrer ist und man schenkt seinem Kind dann so ein LKW, wo er immer mit unterwegs ist, das ist doch das Größte für so ein Kind, wenn man so ein Ding dann auch noch zu Hause hat. Ich würde mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Mein Onkel war früher LKW-Fahrer und ich habe von denen auch mal sowas bekommen. Aber als ferngelenkt. Da habe ich dann, glaube ich, ein Jahr mit gespielt. Und immer wenn er dann wieder zu Hause angekommen ist, dann hat er mir von seinen Touren erzählt, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. So, also Kindheitsträume, Kindheitsgeschichten. Daher fällt mir so ein bisschen schwer, ist das jetzt ein Vitrinenmodell oder sollen da tatsächlich Kinder mitspielen? Für beides müsste was gemacht werden. Für Kinder eben halt ein bisschen stabiler vielleicht. Und fürs Vitrinenmodell einfach noch so ein, zwei Sachen so rückleuchten, vielleicht ein bisschen anders, noch vielleicht noch ein Spiegel dran ist. Übrigens gibt es den auch nochmal jetzt mit richtigen Anhängern. Blende ich gleich mal rein, finde ich ganz cool. Ich glaube fast für die gleiche Preiskategorie. Freunde, ich weiß, ich bin da jetzt ein bisschen kleinlich, aber der Zusammenbau war super, hat echt Spaß gemacht. Und die Fliesen sind nicht zerkratzt, da bin ich schon mal ganz froh.
Und jetzt haben wir am Ende von dem ganzen LKW eine Länge von 30,5 und eine Breite von 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Noppen breit. Das ganze Ding. Also, ich mache ihn leiden. Ich finde ihn cool. Den anderen werde ich mir wohl auch noch zulegen. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn man ein bisschen Lust hat, kann man tatsächlich auch noch selber ein bisschen was ändern. Das sollte nicht so das Problem sein. Wer ein bisschen Talent hat, also nicht ganz so talentfrei ist wie ich, dem fallen doch bestimmt eine ganze Menge Sachen dazu ein. So, da bin ich wieder. Kurz und schmerzlos. Jetzt musstet ihr schon das zweite Mal mein blödes Gesicht ertragen. Das nützt nun mal nichts. Freunde, ich mag solche LKWs. Mir macht das wirklich Spaß, die zu bauen. Und ich finde es auch irgendwie klasse, wenn sie in der Vitrine stehen. Ich würde mir einfach nur noch so ein paar Kleinigkeiten wünschen. Das soll auch nichts Schlechtes sein. Es ist nur, man hängt genau dazwischen. Zwischen einem Vitrinenmodell und vielleicht ein Kinderspielzeug. Obwohl ich das ja Bluebricks auch gönnen würde, wenn die da Kinder mit ansprechen würden. Absolut. Zwei, drei Sachen geändert. Und zack, kannst du das dem Junior, die Tochter oder Patenkind oder was in der Hand drücken. Und freut sich wie Bolle dann. Ne? Das war's. Kurzes, knackiges Video. Grün ist es. Hat bloß kein Panzerrohr. Naja. Wie gesagt, die Rundumleuchten sind da nicht mehr bei, die Antenne auch nicht. Das ist nachträglich von mir angebaut. Und eben halt die Rückleuchten auch nicht. Die Rückleuchten sehen auch beim Anhänger so aus wie bei dem LKW. So, nicht, dass es dann nachher Missverständnisse gibt. So, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Noch eine schöne, ruhige Woche. Wir sehen uns irgendwann, weiß ich nicht, wenn ich wieder was zu bauen habe. Im Augenblick, glaube ich, habe ich gar nichts mehr. Ich muss mal gucken. Bleibt alle gesund. Schönen Gruß an alle LKW-Fahrer. Fahrt vorsichtig auf unseren deutschen Straßen oder wo ihr auch gerade euch aufhaltet. Ich bin Andreas, sage Moin Moin, bis zum nächsten Mal.